Jau! Habt ihr das gesehen? Was für ein bekloppter Kunde ist denn das? Wir fahren heute nämlich, wie ihr vielleicht gleich sehen werdet, eine deutsche Episode. Deutsche Fahrzeuge, deutsche Uniform, deutsche Sirene. Ist, wie gesagt, für mich passt es nicht zusammen. GTA 5 und deutsche Polizeimods passen nicht zusammen. Alle Modifikationen dennoch von topmods.de, dann mag ich gar kein, gar keine Credits enthalten. Das blenden wir aus. So, wir nehmen die Uniform, weil die finde ich eigentlich am coolsten mit. Die andere ist mir zu bunt, ehrlich gesagt. So, wir haben hier, ich weiß gerade nicht, was es für Fahrzeuge sind, um ehrlich zu sein. So, aus mit Skoda, denke ich mal. Und einen Audi. Wir nehmen den Audi heute mal, würde ich sagen, weil ich mag dieses Gelb, finde ich einfach cool. So, ist ein schickes Fahrzeug, sind schicke Texturen, also nichts dagegen. Ich möchte hier keine Arbeit oder sowas schlecht reden von Top Mods oder so. Nehmen wir gleich an. Ich mag nur betonen, dass es halt wie gesagt GTA 5 und deutsche Polizeiautos für mich nicht so zusammenpassen. Es mag was anderes sein, wenn sich die Gerüchte bestätigen und die Karte von GTA 4 quasi importiert wird in GTA 5. Dann wird es wieder interessant für mich mit deutschen Mods, weil dann sieht alles cool aus, es ist stimmig, es stehen zumindest keine Palmen da und es ist mehr deutsches Feeling in GTA 4 als in GTA 5 sein mag. So. Deswegen, ich mag hier keine Arbeit schlecht reden. Die Fahrzeuge sehen super aus, kann man nichts dagegen sagen. Auch die Uniformen sehen super aus. Auch wenn es für mich, ehrlich gesagt, schade ist, dass eben, dass es alles relativ fiktive Fahrzeuge sind, wenn ich mich nicht ganz irre. Weil ich kann da, ich glaube, das sind keine reell existierenden Fahrzeuge. Also der Audi mag sein, das ist okay. Aber viele Fahrzeuge wie Volvo wurde jetzt geuploadet oder Insignia ist es, glaube ich, auch Polizeifahrzeug mittlerweile, weiß ich gar nicht. Zumindest in England ist es Insignia Polizeifahrzeug. Ich weiß nicht, ob es bei uns auch schon ist, aber okay, das ist natürlich auch praktisch, dass jetzt hier an der Coverstreife quasi unser Backup fordert. Schönen guten Tag. Ja, tut mir leid, nee. Eher Kaffee bei uns in Deutschland. Okay, okay, Haftbefehl. Mittlerweile ist der Mod übrigens schon veraltet. Wir leisten quasi bloß noch ein bisschen Rückendeckung. Aber wie gesagt, wir werden dann mal gucken. Sir, bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Sir, Polizei, stehen bleiben, Waffe fallen lassen, hinknien auf dem Boden. Sofort. Oh, Mama Mia. Ich dachte schon, der rennt weg, okay. Hinknien, Sir. Zum letzten Mal. Dankeschön. Sind festgenommen. Sie müssen nicht sagen, was sie belastet. So, Luca Rodriguez. Okay, wir lassen ihn abschleppen. Das Fahrzeug habe ich auch installiert. Luca Rodriguez. Ach, steht sie sogar. Okay. Jau! Habt ihr das gesehen? Was für ein bekloppter Kunde ist denn das? Okay, irgendwann müsste immer mal unsere... Ah, da kommt sie schon, okay. Unser Abtransport, wo auch immer der jetzt hin will. Und da habe ich so ein schönes Fahrzeug dafür installiert. Ah, da kommt er doch, okay. So, na, wo bleibt er denn? Da ist er. Yay. Das ist ein schickes Fahrzeug auch. Wie gesagt, ich finde die Fahrzeuge alle cool und so weiter. Aber in GTA 5 passen die halt für mich nicht wirklich rein, leider Gottes. Wegen Palm und generell das Feeling ist ein ganz anderes in Los Santos als in zum Beispiel Liberty City, weil da ist halt schon etwas stimmiger als zum Beispiel hier in Los Santos, finde ich, ganz einfach. Ist meine Meinung. Also ihr könnt das gerne natürlich spielen für euch. Ist mir recht. Es macht Spaß, wie gesagt. Ist halt. Sind deutsche Fahrzeuge, sind cool mittlerweile. Aber wie gesagt, ich finde es passt halt einfach nicht.
wie ich jetzt schon 30.000 Mal gesagt habe. Okay, machen wir uns zur Streife heute hier. Wie gesagt, ich mag es, eure Wünsche zu erfüllen. Und es war einer der meisten Wünsche unter meinen Kommentaren, mal deutsche Mods zu nutzen. Und das mache ich. Vielleicht werde ich auch mal ein, zwei Episoden noch machen davon. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bleibe bei amerikanischen Modifikationen dafür. Aber wie gesagt, wenn dann meinetwegen auch Passat derjenige macht und relativ realistische Fahrzeuge, also die es auch in Real gibt, existieren und genutzt werden, werde ich da definitiv auch noch ein paar installieren davon, aber bist du behindert? Aussteigen, Ma'am! Ey! Jesus Christ, ist Claudis Fahrzeug hier vor unserer Nase. Okay. Falsche Taste. Vorsicht! Wo ist es denn jetzt? Ach, dir. Okay. Fahr doch ran, du blöde Schnäpfe! Oh, Mama. So, okay, es wurde übrigens auch gemeldet, dass... sich gewünscht, dass ich österreichische Mods fahren soll. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wie es abgeht in Österreich, was da erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Wird sich zwar nicht viel von unseren Gesetzen unterscheiden. Vorsicht. Aber... ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich bleibe bei amerikanischen Mods. Das passt halt hinten und vorne nicht mit Europa. Tut mir leid, Frankreich wird auch nicht kommen, bei GTA 5 zumindest. Und GTA 4 SIPD läuft derzeit noch nicht bei mir. Der rammt eiskalt den Kopf weg. Sag mal, was hatten die genommen heute, mal ehrlich? Okay, ich versuche das Fahrzeug mal wegzurammen. Eigentlich nicht, weil wir sind eigentlich in Deutschland, schießen wir recht selten auf Reifen etc. Check aus, komm. Oh, fuck. Wenn du mich umfährst, die bringen dich um, ich schwör's dir. Aus dem Fahrzeug! Okay. Es hat sich mit der Dame erledigt. Er macht das, oder? Gut, dankeschön. Okay, die zerstören gerade völlig die Fahrzeuge der Polizei von uns. Die Sirene finde ich auch cool. Wie gesagt, ich mag hier wirklich keine Mods schlecht reden oder so. Das ist gar nicht meine Intention, aber ist halt ungewohnt. Es sieht halt nicht schlecht aus. Es ist cool, es ist und so weiter, aber er weiß Bescheid, was ich meine, hoffentlich. So, wir lassen das Fahrzeug absteppen. Das haben wir ja eben erst durchsucht. So, ich hoffe, der will jetzt nicht hier einsteigen. Ich flipp aus, wirklich, Kollege. Gut, da ist der Skoda übrigens hier. Können wir uns mal angucken. Schöne Fahrzeuge. Wie gesagt, ich habe nichts gegen die Fahrzeuge. Sie sehen echt alle super aus. Nur ungewohnt und unpassend finde ich es in dieser Stadt ganz einfach. Wie gesagt, wenn GTA 4 die Karte kommt, als Singleplayer-Download für GTA 5, dann ist es was anderes. Dann installiere ich die und dann fahre ich die auch generell als kleine LCPD-War-Entschädigung, weil jetzt erstmal wieder kein LCPD-War kommt. Oder ihr wünscht euch stattdessen statt LCPD-FA dann halt solche Episoden mit deutschen Fahrzeugen. Kann ich auch machen für euch, wenn ihr darauf Bock habt. Es wäre nur toll, wenn auch Fahrzeuge für die Sheriffs-Fahrzeuge irgendwie gemacht werden und dass ich die dann ersetzen kann, weil wenn wir in die Wüste fahren, dann fahren da Sheriffs durch die Kante. Das ist auch nicht so praktisch. So, wir haben eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, deswegen werde ich nochmal hinfahren. Hier auf der Straße, okay. Okay, wir wurden gesichtet und der ist abgehauen. Gut. Das wusste ich nicht. Ja, ich vergesse es immer. Okay, wir haben einen Fahrzeugdiebstahl, wie es scheint. Beeilen uns natürlich doch mal hin. Wir rufen außerdem Helikopterunterstützung, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, wie schnell er unterwegs ist. Oder was er sich da für ein Fahrzeug geklaut hat. Auf jeden Fall müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir da den Guten nicht verlieren. Okay, da vorne ist er.
Ich habe bitte noch ein paar Bodeneinheiten dazu. Okay, Absturz, super. So, wir werden mal gucken, ob gegen die Fahrzeuge, die rumfahren, irgendwas vorliegen haben. Vielleicht kleine Verkehrskontrollen starten, ein paar oder so. Hat der gerade eine Prostituierte mitgenommen oder was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Dylan Cook, okay, hat nichts. Nichts verbrochen, der Gute. Der LKW rechts neben uns fährt, aber hat aber kein Kennzeichen, wie es scheint, hinten, oder? Und immer noch einen Traffic Stop. Ja, ich würde gerne den LKW anhalten, weil der, wie gesagt, kein Kennzeichen hat. Kein sichtbares zumindest. Ich sehe zumindest jetzt keins im Moment. Ups. Okay, da können wir natürlich auch gerade keins durchgeben. Das ist natürlich, So, wir gucken mal, ob wir den da irgendwie vielleicht dazu bringen können, anzuhalten. Das wäre echt praktisch. Die rote Ampel ist gerade ein bisschen blöd, aber sonst. Müssen wir ganz kurz warten. Wie gesagt, wenn du zusiehst, Topmods, dann kannst du gerne auch mal wirklich oft benutzte Fahrzeuge von der deutschen Polizei machen, wie zum Beispiel den Passat oder sowas. Das wäre, das wäre cool, weil dann könnte ich das auch, könnte ich die auch mal fahren. Würde der anhalten oder hat er keinen Bock so wirklich auf mich gerade? Hm. Stone Vehicle ist auch gerade blöd, weil ich will eigentlich wirklich den Truck anhalten. Aber der will mich irgendwie nicht, kann das sein? Jetzt ist Scream, wir gucken mal, ob sich jetzt was tut, ob er jetzt vielleicht anhalten will oder so. Jetzt ist die rote Ampel wieder da vorne, ey, das kotzt mich daran. Wird er mich veräppeln hier heute? Weil was willst du auf meiner Seite? Hier bin immer noch ich und ich stand hinter dem und jetzt hab ich zieh dich hinter. Kann nicht sein, dass du jetzt hier hin willst, oder? Mal ehrlich, wo sind wir hier? Werd grün! Okay, dann nehmen wir das an. Dann nehmen wir wohl das lieber an. Wenn ich mal ganz kurz mit dem Weg hier frei bahnen muss. So, wir rufen auf jeden Fall bei sowas einen Helikopter dazu, damit wir den nicht verlieren. Weil wir brauchen schließlich ein bisschen das, das Opfer befreien. Wow, Mama mia. So wie ein paar Einheiten, die dann noch dem hinterherfahren. Man merkt, ich bin selber relativ unsicher mit den Fahrzeugen. Bin mir da selber meiner Sache nicht mehr sicher, wenn ich mir mit dem Setting nicht ganz sicher bin. Okay, wir können ja runter. Fällst du da hoch oder wie? Kann ich da irgendwie damit entgegenfahren, wenn ich jetzt hier hochfahre? Nee, oder? Das ist, ich glaube, Blödsinn, wenn ich das machen würde, deswegen fahren wir den regulären Weg hoch, wie es die anderen Polizisten auch tun. Ups, sorry. Ja, das wird eine lange Verfolgungsjagd. Hoffentlich crasht das Spiel nicht, weil gerade eben ist es gecrashed. Da muss ich den Einsatz, muss ich glaube rausschneiden dann. Okay, versuchen einen Weg abzuschneiden und falle die nächste links rein. Die Schilder ist geschissen, wir brauchen das, wir müssen dem Opfer helfen.
Whoopsie. Ein bisschen, so ein bisschen Feeling Frankfurt bei Nacht oder Köln oder so, oder? Ich meine, wirklich, wenn sich jemand dahinter knien würde wie Syon, der da alle Flaggen auswechselt und die Polizeisymbole irgendwie mit deutschen Polizeisymbolen ersetzt und so weiter. Wenn das richtig alles stimmig ist, dann würde mich die Palmen letztendlich auch nicht mehr interessieren. Aber ist halt noch viel, was halt Los Santos Police... Ach scheiße, da vorne war es. Was halt an Los Santos Police erinnert. Zum Beispiel die ganzen Sheriffs, die Helikopter sind noch nicht ersetzt. Zumindest habe ich noch nichts gefunden. Kann sein, dass es mittlerweile schon welche gibt oder so, aber ich weiß nicht. Polizei aussteigen! Wow, ist das Opfer jetzt Ach, lecko mio. Aber wie gesagt, der Anfang ist gemacht zumindest für einen deutschen Mod. Es braucht natürlich auch Zeit, jetzt alles umzusetzen erstmal und so weiter. Polizei aussteigen! Oh, Crossfire, Leute! Wow. Bist du eigentlich blöder? Warte, wir klopfen dem einen rein. Ja. Hau ab. Autsch. No, 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 no. Jetzt ist aber gut. Hör auf. Okay, der ist Geschichte. Ausgenockt. Und er ist verstorben und durchlöchert. Ja, das ist zu Recht, weil, wie gesagt, also der auf uns zu schießen ist nicht das Schlauste. Sorry. So, wir sperren ja ganz kurz ab. So, das Opfer kann gehen. So, und wir rufen natürlich einen Gerichtsmediziner. Und wir suchen gleich mal das Fahrzeug, wenn wir schon mal dabei sind. Und oh yeah. Sexy Dance. Was machst du da mit seinem Kopf da an seinem... Okay, ich will es gar nicht wissen. Warum? Warum frage ich überhaupt? Warum frage ich überhaupt? Autsch, ich bin gestolpert. So, okay, wir lassen erstmal die Gerichtsmedizin ihren Job machen. So, wir fahren mal unser Fahrzeug ein bisschen beiseite hier. Leute. Immer noch ein Tatort. Das gilt auch für dich. So, habt ihr das? Das könnt ihr natürlich nicht mehr raus, ne? Das ist natürlich unpraktisch, aber dann müsst ihr auch mal jetzt ganz kurz warten. So, wir gucken mal, ob hier irgendwas drin ist in dem Fahrzeug, was uns interessiert, aber wie es scheint, ist da nichts. Außer ein Idiot, der das Auto wieder klauen will. Verpiesel dich, steig aus! Hallo? Ja, renn. Wir rufen für dich ein paar Einheiten, die sich um dich kümmern. So, damit die dich nicht verlieren, kriegst du sogar noch einen Helikopter an, Arsch. So. Hetzjagd beginnt. So, da würde ich sagen, wir lassen das Fahrzeug noch abschleppen, ganz kurz. Helfen den Kollegen letztendlich vielleicht noch den Typen da jagen, der da gerade wegläuft. So, haben wir gerufen. Der kommt da hinten schon angefahren. Da würde ich sagen, helfen wir den Kollegen ganz kurz noch, unseren Flüchtling hier zu jagen, der da gerade wegrennt vor uns. So, okay, wir haben Platten, ich glaube. Wir müssen jetzt mal ganz kurz unsere Karre reparieren. Habt ihr ein Ja, oder? Klingt zumindest ganz schwer danach. Ja, ist okay. Ist festgenommen, okay, gut. Aber ist gezeichnet. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich will keine Mods schlecht reden oder sowas. Es ist alles super aus, sind super gemacht, super verarbeitet, super scharf, vor allen Dingen die Texturen etc. Fahrzeuge sehen super aus, sieht generell super aus. Ist, das Fahrzeug auch die, liegt halt an der Grafik von GTA 5 auch. Aber wie gesagt, es passt thementechnisch halt nicht in dieses Setting von GTA 5 Los Santos. Wenn dann irgendwann mal die Singleplayer-DLCs rauskommen oder sowas, wenn sich das bewahrheitet überhaupt, was ja immer noch
immer noch ein kleiner Mythos ist, dass es überhaupt rauskommt, dann auf jeden Fall passt das definitiv besser in die Karte rein als in die GTA 5 Map. Ich bedanke mich dennoch erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ist wieder trotzdem Daumen nach oben, da unten Abo. Wie gesagt, die Fahrzeuge alle von Top Mods in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. Und sehen wir uns in der nächsten Episode von LSPD war. Wenn wir 60 Daumen nach oben bekommen, wird es wieder mal eine deutsche Episode geben. Das ist versprochen. Und wie gesagt, sieht man sich bei der nächsten Episode von LSPD war. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen und tschüss.